Dieses Spielzeug, welches vermutlich extrem viele von uns als Kind hatten, wurde tatsächlich in Europa verboten, weil es lebensgefährlich war. Es geht hierbei um Magnetics und ähnliche Produkte. Ihr habt die bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder hattet sie auch zu Hause. Letztendlich waren es magnetische Stäbe und Kugeln, die man miteinander verbinden konnte, um daraus alle möglichen Strukturen zu bauen. Türme, Bälle, irgendwelche bewegenden Objekte. Letztendlich war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Doch genau diese Produkte wurden damals zeitweise vom Markt genommen, weil sie zu gefährlich für Kinder gewesen sind. Denn unterschiedliche Kinder hatten diese extrem kleinen magnetischen Kugeln runtergeschluckt, die sich dann im Körper der Kinder zusammen verklumpten und nicht mehr durch den Trakt des Menschen durchwandern konnten. Das bedeutet, viele Kinder mussten schwere Operationen durchgehen, weil in ihrem Körper Magnete festhängen.